Hallo und willkommen wieder im Spiel Warframe und es geht um Neuroden. Woher bekommen Neuroden? Darum geht's. Ich zeige euch gerne auf der Karte Anfänger und eher ein fortgeschrittener bzw. fortgeschrittene Mission. Also, für die Anfangsstartmission haben wir auf jeden Fall die Erde mit den Mission Marina und mit der Mission Tikal. Also auf Tikal haben wir hier den Bonus von 15% Ressourcen mit drauf, auch 2023. Die Beutechance ist also hier am höchsten. Meine Lieblingsmission wäre allerdings hier auf der Erde Marina. Die haben wir hier drüben, die spielt man wegen Auslöschungsmissionen ja meines Erachtens nach ein bisschen doller. Ja, wenn man ein bisschen fortgeschritten ist, sind natürlich auch die Level der Gegner da ein bisschen größer. Am Anfang sind sie ja kleiner. Das wäre also die Beginner-Variante und später kommt man auch auf den Planeten Lua und hat dann hier gute, super Chancen auf Kreuzfahrer-Auslöschung, zum Beispiel Plato. Plato, dann haben wir hier drüben die Mission Grimaldi, mobile Verteidigung und das kann ja keine Aussprache sprechen. Juvarium. Dort haben wir dann auch noch. Meines Erachtens nach haben wir hier eigentlich die größte und beste Chance. Man sollte allerdings gut bewaffnet dahin gehen. Und das dauert auch ein bisschen länger, die Kreuzfahrerauslöschung. Aber dafür kann man hier bis ca. 8 Stück, glaube ich, war das, was am meisten bekommen hatte in einer Runde. Das wäre denn hier. So Leute, das war's schon zu dem Thema. Ansonsten zu finden auf dem Planeten Erde hatten wir schon. Dann noch Iris für die Anfänger oder Beginner und für später Lua, der Planet oder Planet Daimos. Da ist das Ganze nämlich auch noch zu bekommen. So Leute, bis zum nächsten Mal, euer Reni.